Hallo und herzlich willkommen bei Dr. Derm erklärt. Wir haben hier den Henry auf dem Tisch. Henry ist ein 17 Jahre alter, ich habe heute totale Zahlen, Andreas, tut mir leid. 17 Jahre alter Kater aus dem Tierheim und die Besitzerin hat den vor 2014, also vor 10 Jahren übernommen und da hatte mit 10 sah der Henry komplett weiß, rot aus, alles gut. Seit 2 Jahren hat er massive Probleme, also es ging schleichend los. Jetzt ist es gerade ein Riesenproblem, weil Henry hat Juckreiz und das ist eigentlich auch, was ich Ihnen euch zeigen will, weil der Henry hat echt einen extremen Juckreiz. Jetzt kommt meine Kamerafrau mal ein bisschen hier an und zeigt vielleicht nochmal so ein bisschen das Gesicht. Der Henry ist auch schlecht gelaunt, weil dem geht es auch nicht gut. Das sieht man so und man sieht auch schon, wie er sich kratzen will. Und wenn man nur hier so ein bisschen rangeht, ich kann das sofort auslösen. Und da habe ich nur ganz vorsichtig angefasst. Ja. Also das ist, ich teile den Juckreiz ja immer gerne ein, 0 bis 10, das ist definitiv 10 aus 10. Beim Henry wird es spannend rauszufinden, was die eigentliche Ursache ist. Ich kann schon mal sagen, dass es Parasiten sind es nicht. Der Henry hat diverse Spot-Ons und auch, guck mal hier, versteck dich mal. Ist ja gut. Ich kann verstehen, dass du schlecht gelaunt bist. Spot-ons und auch ein Isoxazolin als Tablette bekommen. Also da ist nichts an Demodex, Notoedris Cati oder was es da dergleichen gibt. Ich habe jetzt eine Zytologie gemacht, die gucke ich mir gleich an. Er hat auch vermehrt eine Ohrenschmalzbildung. Dass er eine sekundäre Infektion hat, ist eigentlich auch klar. Aber ich persönlich glaube, dass der Auslöser was anderes ist. Das ist übrigens auch Juckreiz, dieses krasse Kratzen mit dem Kopf, ne, an dem Käfig. Bei ihm ist eine Blutuntersuchung gemacht worden, die Schilddrüse ist in Ordnung, die Niere ist in Ordnung und da ist jetzt die Frage, geht das in Richtung Psychogen oder hat er was ganz anderes, wie zum Beispiel eine Hypertonie, also Bluthochdruck, müsste man auf jeden Fall auch mal Blutdruck messen, weil es eben auch andere Auslöser als allergische Ursachen oder eben auch Stoffwechselerkrankungen sein können, die zu so einem krassen Juckreiz führen. Und auch, es muss nicht immer eine Allergie sein. Der bekommt jetzt auch schon seit, ich glaube Juli war es, 2024, Pferd hat er vorher nie bekommen, auch keine Besserung. Ja, es wird spannend rauszufinden, was Henry hat. Ich wollte auf jeden Fall diese krassen Art von Juckreiz zeigen. Er genießt das auch, wenn man es nicht übertreibt, dann zerfetzt er sich nicht die Haut. Ja, ich hoffe, wir können Henry helfen, aber jetzt muss ich erstmal ins Mikroskop.